Danke, Lisa, und herzlich willkommen heute hier in Schlesinghausen. Wir haben uns ein kleines bisschen geschrumpft, denn unser lieber Kollege, der Hugo, ist ein kleines bisschen schüchterner. Was aber gar kein Problem ist, er ist trotzdem ein sehr, sehr lieber Kater. Und, jetzt habe ich ihn ein kleines bisschen erschreckt, ist aber tendenziell auch einfach ein ruhiger. Und deshalb merkt man, dass es hier im Tierheim einfach viel zu wild ist. Es gibt ganz, ganz viele kleine Kätzchen, ganz, ganz viele, die ein bisschen mehr Action brauchen. Und dementsprechend zieht er sich dann auch einfach lieber zurück. Und man merkt, diese Situation ist für ihn einfach zu viel. Aber nichtsdestotrotz, wenn er sich dann streicheln lässt, ne, und das macht er wirklich gerne, genießt er es total, drückt dann auch den Kopf hin und schnurrt sehr. Er ist ungefähr 3 bis 4 Jahre alt, ist geimpft, gechippt und kastriert, also ist wirklich auch zum Auszug bereit. Ein ganz, ganz liebes Tier, was aber eben vielleicht nicht in den lautesten Haushalt sollte, weil er doch sehr zurückgezogen ist, weil er die Ruhe genießt. Und das sollte man ihm ja nun auch nicht verwehren. Ein Freigang wäre ganz gut. Er ist ein Fundtier und dementsprechend wurde er auch draußen gefunden und das hat er sehr genossen. Aber man sollte doch schauen, ne, dass es eben quasi alles in allem ganz gut passt. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass er bald ein neues Zuhause findet. In dem Zuhause darf übrigens sehr gerne hier dieser Knabbermix sein, den er total toll findet. Allerdings hat er wahrscheinlich offensichtlich schon ein bisschen zu viel davon bekommen. Wie gesagt, ruhiges, schmusiges Zuhause. Und dann hoffen wir, dass der Hübsche bald ein